Wir werden hier in einem Tetraeder A, B, C, D arbeiten und dazu mehrere Male auf den Lehrsatz der Mittellinien zurückgreifen. Dieser Lehrsatz besagt Folgendes. Wir haben ein Dreieck ABC und konstruieren die drei Mittellinien AA', BB' und CC'. Diese drei Mittellinien schneiden sich in einem selben Punkt, hier mit G bezeichnet. Diesen Punkt nennt man den Schwerpunkt des Dreiecks ABC. Und zwar schneiden sie sich in diesem Punkt G so, dass der Vektor AA' genau das Dreifache von GA' ist. Was also bedeutet, dieser Vektor GA', der passt dreimal auf AA'. Überprüfen wir das. Zweimal ist er schon drauf, so ungefähr. So. Und jetzt noch ein drittes Mal. Das passt. Und genau dasselbe gilt für BB'. Der Vektor BB' ist genau das Dreifache vom Vektor GB'. GB', das ist dieser kleine blaue Vektor hier. So. Und der passt genau dreimal auf BB'. Hier durch diese kleine Animation schön zu erkennen. Genau dasselbe gilt für CC'. Der Vektor CC' ist dreimal dieser grüne Vektor GC'. Auch das passt. In einem früheren Tutorial haben wir das natürlich mathematisch korrekt bewiesen. Behalten wir also gut diesen Lehrsatz der Mittellinien im Auge. Wir werden hier schon mal den Schwerpunkt des Dreiecks ACD konstruieren und dazu reichen eigentlich zwei Mittellinien. So haben wir sofort als Schnitt diesen Schwerpunkt B'. Wir bezeichnen ihn mit B', weil er diesem Punkt B gegenüberliegt. Wir werden dasselbe in der Basis BCD machen. Wir konstruieren zwei Mittellinien, die schneiden sich im Schwerpunkt A', Schwerpunkt des Dreiecks BCD. Jetzt verbinden wir A mit A' und B mit B'. So erhalten wir diese zwei Strecken. Wir werden genau dasselbe machen für die Schwerpunkte C' vom Dreieck ABD und D' vom Dreieck ABC. So erhalten wir diese zwei Strecken CC' und DD'. Es ist anscheinend so, dass diese vier Strecken A, A', B, B', C, C' und D, D' sich in einem selben Punkt schneiden. Den nennen wir hier G. Das ist der Schwerpunkt des Tetraeders ABCD. Der Lehrsatz vom Tetraeder besagt also, dass diese vier Strecken sich in einem Punkt schneiden, und zwar so, dass der Vektor AA', AA', das Vierfache vom Vektor GA' ist. GA'. Also anscheinend ist der Vektor AA' das Vierfache von GA'. Dasselbe gilt für BB'. Dieser Vektor ist das Vierfache von GB'. Der Vektor CC' ist das Vierfache von GC' und der Vektor DD' ist das Vierfache vom Vektor GD'. Und außerdem gilt dann auch noch, dass GA plus GB plus GC plus GD den Nullvektor ergibt. All das werden wir beweisen. Aber vorher eine kurze Bemerkung zu Geraden oder auch Strecken im dreidimensionalen Raum. Dazu komme ich etwas näher. In einer Ebene sind zwei Geraden entweder sekant, dann schneiden sie sich in einem Punkt, oder aber sie schneiden sich nicht, dann sind sie parallel zueinander. Im dreidimensionalen Raum sind zwei Geraden entweder sekant, dann schneiden sie sich in einem Punkt, oder aber sie schneiden sich nicht. Wenn sie sich nicht schneiden, dann sind sie entweder parallel zueinander
so wie diese zwei Geraden hier, oder aber sie sind windschief. Im dreidimensionalen Raum können zwei Geraden einen leeren Schnitt haben, ohne aber parallel zueinander zu sein. Dann nennt man sie windschief. Es ist also gar nicht so evident, dass diese vier Strecken AA', BB', CC' und DD' sich in einem selben Punkt schneiden. Wir werden das jedoch beweisen und dazu ziehe ich mich wieder in meine obere Ecke zurück. Jetzt beginnen wir den Beweis von diesem Lehrsatz. Dazu machen wir aber Verschiedenes aus der Zeichnung weg, damit sie übersichtlicher bleibt. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf die zwei Strecken AA' und BB'. Wir konstruieren zuerst hier diese Mitte von CD und konzentrieren uns jetzt auf dieses Dreieck ABM. Dieses Dreieck habe ich hier in zweidimensionale nochmal übertragen. In diesem Dreieck AMB gilt, dass der Vektor A'B' genau ein Drittel vom Vektor BA ergibt. So, in diesem Dreieck AMB ist dieser Vektor A'B' genau dasselbe wie MB' minus MA'. Wir zerlegen diesen Vektor anhand der Formel von Schaal mit Ursprung M. Dieser Vektor MB' ist aber genau ein Drittel vom Vektor MA, wegen dem Leersatz der Mittellinien im Dreieck ACD. Der Vektor MA', das ist genau ein Drittel vom Vektor MB, wieder wegen dem Leersatz der Mittellinien. Also MB' ist ein Drittel von MA, MA' ist ein Drittel von MB. Ein Drittel können wir hier schön ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann noch Vektor MA minus Vektor MB. Und wieder durch die Formel von Schaal ergibt diese Differenz den Vektor BA. Halten wir das schon mal fest unter Nummer 1. Jetzt konzentrieren wir uns auf diese Strecke AG und auf diese Strecke BG. Wir werden diese zwei Strecken in drei gleich lange Strecken zerlegen, was also heißt, AG wurde zerlegt in ein Drittel, noch ein Drittel und noch ein Drittel. Das bedeutet dann, dass dieser Vektor AP genau das Doppelte sein muss vom Vektor PG. Das halten wir hier schon mal fest. Auch die Strecke BG wurde in drei gleich lange Strecken zerlegt und das bedeutet auch, dass BQ das Doppelte vom Vektor QG ist. Auch das halten wir hier fest. Jetzt konzentrieren wir uns auf dieses Dreieck AGB. Und in diesem Dreieck AGB, also dieses Dreieck da, werden wir genau dieselbe Überlegung machen wie eben in dem Dreieck AMB. In dem Dreieck AGB muss dieser Vektor QP genau ein Drittel von BA sein, so, durch genau die gleiche Überlegung wie eben. Wir haben hier eine Erkenntnis, die wir 1 genannt hatten. Hier ist die Erkenntnis, wir nennen sie 2. Der Vektor A'B' ist ein Drittel vom Vektor BA, der Vektor QP aber auch. Aus 1 und 2 können wir also schließen, dass der Vektor A'B', ein Drittel von BA, genau gleich ist zum Vektor QP. Das ist ja auch ein Drittel von BA. Da der Vektor A'B' derselbe ist wie der Vektor QP, können wir daraus schließen, dass dieses Viereck hier ein Parallelogramm ergibt. Das Viereck A'QPB' ist also ein Parallelogramm.
Da wir wissen, dass die Diagonalen eines Parallelogramms sich in ihrer Mitte schneiden, können wir daraus schließen, dass dieser Vektor GA' genau derselbe ist wie der Vektor PG. Aber der Vektor von A bis P, der Vektor AP, das ist schon das Doppelte von PG. Woraus wir also schließen können, dass dieser Vektor GA' auf AA' einmal, ein zweites Mal, ein drittes Mal und ein viertes Mal passt. Das heißt, der Vektor AA', das ist viermal dieser Vektor GA'. Genau dasselbe gilt für GB'. Dieser Vektor muss gleich zum Vektor QG sein, weil die Diagonalen eines Parallelogramms sich ja in der Mitte schneiden. Aber der Vektor PQ, das ist das Doppelte von QG, so wurde Q konstruiert. Also dieser Vektor GB', der passt auf BB', einmal, zweimal, dreimal und ein viertes Mal. Und somit haben wir schon bewiesen, dass AA' viermal GA' ist und dass BB' viermal GB' ist. Wir werden jetzt ganz genau dieselbe Überlegung machen, dieses Mal aber nicht für AA' und BB', sondern für AA' und CC'. Schalten wir das CC' hier nochmal ein. AA' und CC' schneiden sich ebenfalls in einem Punkt, den wir aber am Anfang nicht G nennen dürfen, denn wir wissen nicht, ob die beiden sich in demselben Punkt schneiden wie AA' und BB'. Also nennen wir den Schnittpunkt von AA' und CC' zuerst einmal F. Durch genau dieselbe Überlegung wie hier werden wir dann beweisen können, dass AA' dasselbe ist wie 4 mal FA' und CC' dasselbe ist wie 4 mal FC'. Außerdem gilt aber, dass AA' 4 mal GA' ist. Das haben wir bewiesen und zwar da. Und jetzt wissen wir, dass AA' 4 mal FA' ist. Durch diese zwei Erkenntnisse können wir also schließen, dass der Vektor GA' derselbe sein muss wie FA'. Wir drehen jetzt beide Vektoren um, dann führt das zu A'G gleich A'F. Jetzt setzen wir A'F noch links rüber, das führt dann zu dieser Differenz, ist gleich zum Nullvektor. Durch die Formel von Schal mit Ursprung A' ergibt diese Differenz den Vektor FG. Und wenn FG der Nullvektor ist, dann bedeutet das, dass der Anfangspunkt derselbe ist wie der Endpunkt. Also muss der Punkt F derselbe sein wie der Punkt G. Also gilt, AA' ist 4GA', BB' ist 4GB' und CC' ist 4GC'. Genau dieselbe Überlegung für AA' und DD' wird dann auch noch führen zu DD' gleich 4GD'. Also halten wir hier schon mal fest, was wir bewiesen haben. Diese vier Geraden schneiden sich in einem selben Punkt G und zwar so. Jetzt bleibt nur noch dieser Teil hier zu beweisen. Wir konzentrieren uns jetzt auf dieses Dreieck BCD, von dem der Punkt A' der Schwerpunkt ist. Eine direkte Konsequenz vom Leersatz der Mittellinien ist, dass der Vektor A'B plus A'C plus A'D den Nullvektor ergibt. Und jetzt konzentrieren wir uns auf diese Formel und berechnen die Summe dieser drei Vektoren. GB plus GC plus GD. Die Summe dieser drei Vektoren kann durch Schal umgeschrieben werden in dieser Summe, denn der Vektor GB ist durch die Formel von Schal gleich zu A'B minus A'G. Der Vektor GC, wieder durch Schal, ist A'C minus A'G. Und der Vektor GD kann zerlegt werden durch Schal
in A'd minus A'g. Wir haben jetzt hier Vektor A'b plus Vektor A'c plus Vektor A'd minus Vektor A'g minus Vektor A'g minus Vektor A'g. Also der Vektor A'g, der wird hier dreimal abgezogen. Wir erhalten so also diese Summe minus 3 mal A'g. Aber die Summe dieser drei Vektoren, die ist gleich zum Nullvektor. Und 3 mal Vektor A'g, gehen wir hier schauen, da ist der Vektor A'g, das Dreifache von diesem Vektor, das ist der Vektor GA. Durch diese Eigenschaft hier, Vektor AA', das ist 4 mal Vektor GA'. Also muss das Dreifache von A'g der Vektor GA sein. Das setzen wir hier ein. Und jetzt brauchen wir nur noch diesen Vektor minus GA links rüber zu setzen und erhalten so, dass die Summe dieser vier Vektoren der Nullvektor ergibt. Es ist genau das, was wir beweisen wollten. Wir haben also diesen Lehrsatz vollständig bewiesen. Übrigens, im 3D-Fenster von GeoGebra können wir dieses Tetraeder im Raum bewegen und schön erkennen, dass diese vier Strecken AA', BB', CC' und DD' sich effektiv in einem selben Punkt G schneiden. Dieser Punkt ist der Schwerpunkt des Tetraeders und er hat effektiv diese fünf Eigenschaften.